Willkommen zu einer neuen Mod-Vorstellung. Ich möchte euch hier ein Modpack vorstellen. Das besteht aus diese drei Forstfahrzeuge. Einmal hier den MAZ 7310 oder 7310, kostet 97.500 Euro und 175 in Unterhalt. Wie du siehst hier, du kannst ihn hier nicht optimieren. Da hat 525 PS und 368 kW entsprechendes und 475 Euro Unterhalt und 840 Liter Tankvolumen und 55 km/h schnell. Und dann hier dazu den MAZ 7410, der kostet 135.500 Euro und 50 km/h schnell, 1000 Liter Tankvolumen, 650 PS entsprechend 478 kW und 525 Euro Unterhalt. Der ist farbwählbar, wenn du Farbe haben möchtest, der kostet 500 Euro Aufpreis. Dann hier dazu der Dreiler, also für den Forst, der kostet 35.500 Euro und 175 Euro Unterhalt. Dann habe ich vielleicht den angeklickt gehabt. Kann sein, ja. Ich hatte den davor, Entschuldigung. So, sind wir hier mal am Weg. Ich bin hier ein bisschen schon mal rumgefahren. Der sieht sehr lässig aus. Ich bin jetzt noch in der Nacht am Weg. Wegen der Beleuchtung wollte ich das eigentlich jetzt mal zeigen. Ich kann hier nachher eine Zeit mal vorspulen. Ich bin jetzt hier auf der Kaukasus-Map, falls es euch interessiert. Findet ihr einen direkten Link bei mir in der Map Vorstellung. Das habe ich hier, also jetzt werde ich mal illegal mal einen Baum fällen, weil der hat ja auch Autonot. Wird das dann gleich noch Geld kosten. Ah, jetzt habe ich 20.000 Euro zahlen müssen, weil ich den Baum jetzt illegal gefällt habe. Und Strafpunkte. Hier auf der Karte ist das leider so, oder ich finde das ist gut eigentlich hier, deswegen spiele ich auch ein bisschen mehr. Und kommt das Ganze alles gut zur Geltung. Also ihr habt hier vorne schon Stahlseil dran, hier seitlich Booster schon raus, also hinten hat man eine Kupplung, sieht auch hier ganz gut, Antriebswellen, alles gefehlt. Wir steigen jetzt mal ein, ich schalte mal das hier an, weil man muss ja, man kann hier einen L-Spanngurten anbringen, wie man sieht. Und natürlich, man kann jetzt die Arbeitsseite einstellen. Ist jetzt die rechte Seite gewählt, das ist die richtige Seite. Wir können jetzt mit B ein Autoload dann starten. Das muss ich erstmal hier kurz reinmachen. Die vordere, wie man sieht, hier die zwei Achsen nehmen wir natürlich mit. Wir jetzt sehen, war ich zu schnell gewesen wahrscheinlich. Oder sind die zu lang? Müssen wir mal schauen. Warum der jetzt runtergefallen ist. Vielleicht weil ich abschüssig war und es zu schnell gegangen. Sieht man hier auch ganz gut. Hier Spurenlichter auch. So. Müssen wir nochmal anschalten und ausschalten. Vielleicht das Auto und so. Jetzt haben wir gedrückt. Rechte Seite ist,
keine Ahnung, warum das jetzt nicht geht. Man hat gesehen, hat schon gelaufen. Schon eigenartig, schon irgendwie. Mal schauen. Vielleicht soll ich die Seite wechseln, also Auto load starten. Ah, jetzt ist er dann aufgeladen, jetzt lassen wir uns beeilen. So, und dann mit L kann ich den hier sichern. Ich schalte das mal hier aus. Sehen wir mal diese Störungen drin. Ich schalte das jetzt hier auch mal aus. Wir gehen jetzt mal in die Innenansicht, die wir hier sehen. Hier die ganzen Instrumente schön grün beleuchtet. Das sieht wirklich toll aus. Lenkrad funktioniert, die Spiegel funktionieren. Ich schalte den Motor aus hier. Sehen wir hier gleich hier die Armaturen gehen jetzt rauf. So, wir fahren jetzt dann mal da lang und gehen mal in die Außenansicht, weil ihr wollt ja sehen, wie er hier fährt. Wir spulen jetzt mal die Zeiten mal vor. Wir sind mal auf 30, ich muss mal ein bisschen schneller auf 20. Sieht hier die Antriebswelle, das wird leider hier nicht animiert. Hier bin ich noch mit einem anderen Fahrzeug da, was ich euch davor auch gezeigt habe. Mit der Kollision, das ist wirklich, ich muss den wirklich übertreiben tun. Ja. Den lassen wir kurz mal hier stehen. Jetzt haben wir hier das andere Modell da mit den Rädern, wie man sieht, hier, da hat hier auch diese Mut zum Anhängen. Und hier L, also mit R hier Gurte anbringen. Wie man sieht, hier sind auch gute Blattfedern, Hängerkupplung ist alles da. Wir steigen mal ein. Sehen wir hier also Armaturen, funktionieren auch hier Spiegel. Da hat hier auch hier den mit dem Autoload, wie ihr seht. Wir gehen jetzt mal in die Außenansicht und fahren hier einmal. Ich habe extra die Strecke hier ausgewählt, weil ich finde, das sieht ja echt super aus hier. Mit dem Schlamm natürlich. Weil die Karte ja so echt ein Hammer ist hier. Natürlich, das passt ja gut hier zu der russischen Fahrzeuge so her. Schauen wir, vorne geht auch. Linker, ja, gehen vorne und hinten. So. Passt es ganz gut hier so her. Wir klappen ein hier, wir wären hier bei Spin Tires. Kann ich ja gleich nochmal schnell zurückjoinen, fahren wir ja mit den anderen nochmal schnell durch. Die Zeit könnte ich mal wieder auf Normal stellen. Und da fahren wir jetzt dann mit denen hier noch durch, dass wir das schön uns anschauen können. Wer hier durch den Schlamm fährt natürlich. Da lacht jeden Spieler das Herz, wenn man das so sieht, wenn man solche Fahrzeuge hier durch den Schlamm fährt. Ist auch für mich natürlich nicht so einfach. Vorne hier funktioniert. Linker funktioniert auch. Muss ich aufpassen, sonst hänge ich noch dagegen. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann schau es wieder rein. Würde mich natürlich freuen. Hiermit sage ich Servus, grüß euch, euer Franz.